an Vielfalt, denn es gibt sehr viele verschiedene Räume, wo wir lernen, wo wir vielleicht gar nicht primär daran denken und uns gar nicht primär auffällt, dass es ein Lernraum ist. Beim Wort Lernraum denke ich in Realität eben nicht an einen physischen Raum, sondern eigentlich an einen mentalen Raum. Ich glaube, das ist der große Unterschied in der Bildungspolitik, den wir brauchen. Lernraum ist für mich ein physischer Raum, wo Lernen passiert, sei das in einem Seminarraum, zu Hause, in der Bibliothek, aber auch ein digitaler Raum, zum Beispiel beim E-Learning oder wenn ich ein Webinar besuche. Mitarbeiter sollte in die Lernräume der Zukunft, die neben der Selbstlernkompetenz und Problemlösungskompetenz natürlich auch Kreativität mit einbringen und nicht ganz zu vergessen auch das kritische Denken. Ich glaube, dass die allzeit genannte digitale Kompetenz benötigt wird, das heißt das Wissen über technische Möglichkeiten, aber auch das kritische Hinterfragen dessen und dass ich das auch im Berufsleben, aber auch im Privaten anwenden kann. Diese Flexibilität, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und gleichzeitig auch dazustehen und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Das sind diese zwei zentralen Kompetenzen oder Elemente, Persönlichkeitsmerkmale, die es in Zukunft braucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in der Zukunft immer mehr auch auf digitale Lernräume stürzen werden. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wir sehr schnell herausfinden werden, dass es ohne der analogen Welt nicht gehen wird. Im Zeitalter der Individualisierung brauchen wir individualisierte Lernräume. Das bedeutet, dass man die Lernenden genauso in den Erstellungsprozess der Lernräume einbinden muss, wie eben die, die dort unterrichten. Lernräume der Zukunft müssen ganz anders eigentlich gestaltet sein als im klassischen Kontext, wie sie jetzt sind. Ja, wenn man an Seminarräume denkt in Organisationen, die sind oft sehr steril und verhindern vielleicht auch zu gewissem Grad die Kreativität. Die Lernräume der Zukunft werden immer diverser, immer vielfältiger gestaltet werden. Ich denke, das wichtigste Accessoire im Lernraum ist der Lernende selbst, der Mensch. Was in keinem Lernraum fehlen sollte, ist ein bisschen Konflikt. Also ein bisschen Konflikt hilft immer dazu, den Puls ein bisschen hochzubringen und dadurch steht man gut auf Adrenalin. Und mit Adrenalin kann man besser lernen.